Lust auf Psychedelic Breath. Was heißt das überhaupt? Ganz ehrlich, ich hatte anfangs auch keine Ahnung, worum es hier geht. Grundsätzlich ist die Atmung oder das Atmen an sich für uns etwas komplett Natürliches. Wir machen es einfach so. Aber die Atmung hat einen extrem großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und es gibt mittlerweile ganz viele Atemtechniken, die man anwenden kann, um zum Beispiel Stress loszuwerden oder es gibt auch Sachen, die gegen Schlaflosigkeit helfen sollen oder eben nicht nur auf dem psychologischen Niveau etwas machen oder auf der psychologischen Ebene, sondern auch auf der physiologischen Ebene in unserem Körper und in der Gesundheit etwas bewirken. Das ist ein spannendes Thema und da gibt es noch ganz viel zu erfahren, denke ich. Und heute eben geht es um psychedelisches Atmen, Psychedelic Breath. Davon habe ich ganz wenig Ahnung. Erklären kann es mir aber die Eva, mit ihr spreche ich darüber. Sie ist weltweit führende Atemarbeitsexpertin und ich bin mega gespannt. Hallo Eva. Hallo. Hi. Ich freue mich, ja. Toll, dass ich mit dir darüber sprechen kann, über Psychedelic Breath. Vielleicht kannst du gleich erklären, was du machst. Vielleicht fange ich tatsächlich mal damit an, wie der Name für die Technik zu mir kam. Weil Psychedelic Breath jetzt so als Methodik und Praxis ist jetzt viereinhalb Jahre alt, also noch gar nicht so alt. Aber im Sinne dessen, wie sich Breathwork, ich nehme mal das englische Wort, weil das so gängig geworden ist, entwickelt hat in den letzten, sage ich mal, 6 Jahren, auch getrieben durch Wim Hof, der Iceman, der Atmung und Kälte zusammengebracht hat und die Wissenschaft da drauf gesetzt hat im Sinne, wie können wir unser Immunsystem damit stärken. In dem Sinne ist Psychedelic Breath schon alt, 4,5 Jahren, und im Endeffekt uralt, weil schon die Yogis vor 2.000 oder 3.000 Jahren mit Atem ungewöhnliche Bewusstseinszustände erreicht haben. Und der Name Psychedelic Breath kam zu mir, als ich es gerade entwickelt hatte. Ich komme ursprünglich tatsächlich aus der Psychologie, ich bin Psychologin, aber vor allem auch aus der Yoga-Philosophie und hat mich in der Zeit vor 4,5 Jahren sehr stark mit Pranayama, das ist so die Atem-Technology im Yoga, auseinandergesetzt. Und dann hatte ich diese Methode kreiert und saß hier rechts neben mir, ist mein Fenster und eine Heizung. Und ich saß so an die Heizung gelehnt, ich weiß das noch ganz genau, und habe mich vorbereitet auf so ein ganz intensives Brainstormen, wie man so macht, wenn man einen Markennamen findet. Ja? Ich komme auch aus der Markenstrategie, da macht man so Listen. Und nach 2 Minuten hieß es einfach Psychedelic Breath und ich dachte so, das ist es, weil es ist ein ungewöhnlicher Bewusstseinszustand, ja, was psychedelic, das Wort an sich, psychedelisch ausdrückt. Und es ist interessanterweise aus dem Griechischen von Delos abgeleitet, das ist das Finden der Seele oder das Erkunden der Seele. Und so kam der Name zu mir. Was heißt dann für dich überhaupt noch Atmen? Also was bedeutet für dich jetzt einfach das Atmen? Anders wahrscheinlich wie für mich. Richtig gute Frage. Sagen wir so, man unterscheidet zwischen unterbewussten Atem und bewusstem Atemtechniken. Ja, alles, was sogenanntes Breathwork ist, ist bewusstes Atmen. Wir konzentrieren uns, wir nehmen eine Technik. Unterbewusstes ist das Unbewusstes, was dauernd läuft, was wir Gott sei Dank nicht kontrollieren müssen. Und ich glaube, dass Atem für mich wirklich zu einem extrem schön Geschenk geworden ist, dass ich teilen darf für ganz unterschiedliche Situationen, Indikationen und für ganz verschiedene Menschen. Und damit, weil ich so ein Geschenk bekommen habe, dass ich so überall auf der Welt teilen kann und Menschen damit unterstützen kann in ihrem Purpose, in ihrem Calling, in ihrer Gesundheit, das bedeutet Atmen für mich. Dass da was zu mir kam, wo ich eigentlich wie so ein Channel werden durfte, um es weiterzugeben. Es gibt ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, dieses automatische Atmen, das machen wir total unbewusst am Tag oder in der Nacht, das passiert einfach. Ist es denn sinnvoll, auch das mal bewusster zu machen? Also, dass man vielleicht sich achtet, atme ich durch die Nase, durch den Mund, in den Bauch? Oder ist das auch schon etwas, wo du sagst, da fängt es an? Wie mit so vielen unbewussten Sachen fängt es im Lernen mit Bewusstheit an. Ja? Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Mundatmung schädlich ist. Punkt.
dass wenn wir nicht durch die Nase atmen, und man kann das sehr gut beobachten auf der Straße, bei wie vielen Menschen der Mund wirklich offen steht, dass wenn wir die Nase nicht nutzen, dass wir bis zu Krankheiten wie Asthma uns anatmen können. Und auch für das Herz-Kreislauf-System die Nasenatmung extrem wichtig ist. Warum? Wenn wir durch die Nase atmen, passiert ganz viel. Erstens haben wir Filter in der Nase, die kleinen Härchen. Die filtern Schmutz, aber auch, ist immer ein bisschen lustig gerade, Bakterien und Viren, ob wir es glauben oder nicht, und Pilze aus der Luft. Genau, im Moment ja. Im Moment ist es so, aber es tut die Nase halt auch. Und auch durch den Mund kommt mehr rein. Ja, die Nase erwärmt die Luft etwas auf Körpertemperatur, dass die Lunge wiederum die Gase, die wir einatmen, unter anderem Sauerstoff, gut aufnehmen kann. Mund nicht. Die Nase hat aber auch die Funktion, dass in der Nase ein Gas gebildet wird, das Nitric Oxide, ich weiß es nie auf Deutsch, auf Englisch, Nitric Oxide genannt ist. Und das ist ein Blutgefäßerweiterungsgas. Extrem wichtig, wenn wir überlegen, wie viele Menschen zu enge Blutgefäße haben, was zu hohem Blutdruck unter anderem führt. Das heißt, wenn wir die Nase nutzen, können wir positiv auf unseren Organismus einwirken. Und das ist für viele Menschen in Reverse Engineering, wir müssen es wieder lernen, weil uns automatisch der Mund offen steht und wir durch den Mund atmen, vor allem im Sport. Es gibt sportinduziertes Asthma. Das ist entstanden durch Overbreathing, Überatmen, zu viel Atmen. Das ist das schnelle Atmen, was dazu führt, dass zu wenig Sauerstoff in den Zellen ankommt, weil wir müssen eine bestimmte Steigerung im Kohlenstoffdioxid im Blut feststellen. Wenn ich mehr CO2 im Blut messe, wird mehr O2 in die Zellen gedrückt. Ich glaube auch, die meisten wissen das gar nicht, dass das so viel passiert. Also bei Breathwork oder allgemein, dass die Atmung für unseren Körper und für die Gesundheit so einen extremen Einfluss hat. Aber bei dir oder du gehst ja wie noch einen Schritt weiter in eine ganz andere Richtung, weil du sagst, dass halt das Atmen oder eine spezielle Atemtechnik oder dieses Psychedelic Breath auch auf unseren Geist oder unser Unterbewusstsein einen Einfluss hat. Wie funktioniert Psychedelic Breath? Es gibt eine Erfahrungsebene in der Praxis, die jedem Menschen selbst geschenkt oder überlassen ist. Das heißt, jede Session, die wir machen, die Session insgesamt ist 90 Minuten. Davon atmen wir effektiv in diesem sehr schnellen Atem mit Atempausen gespickt 40, 45 Minuten. Der Rest ist Warm-up, erklären. Wir setzen auch ein Spiritual Topic, so die ganze Klasse. Und in dieser intensiven Atempraxis erfährt jeder ein bisschen was anderes. Und ich habe sehr viele Schüler, die kommen jede Woche. Mittwochs habe ich so einen Global Livestream, da atmen wir online. Die kommen jede Woche und klären ihr Leben auf in diesen Sessions. Also man weiß ganz sicher, dass es eine Wirkung hat auf unsere Gehirnwellen. Wie in einem Zustand der tieferen Meditation weiß man, dass über diese Art von Breathwork man von einer schnelleren Gehirnwelle, der normale Wachzustand Beta, in eine langsame Gehirnwelle übergeht, Alpha und vielleicht Theta. Das heißt, wir gehen in den tieferen Zustand der Meditation, in dem wir andere Dinge sehen, fühlen und erkennen können, als in dem Beta-Zustand, wo wir sehr damit beschäftigt sind, zu reagieren, auszuchecken, wie das Leben funktioniert, ja, so zu agieren. Es gibt einen Zustand, den auch meine Schüler mir berichten. Und tatsächlich muss man dazu nicht viel üben, sondern eher üben, die Kontrolle loszulassen. Ja, wir kontrollieren die Atemtechnik, aber wir müssen lernen, die Kontrolle loszulassen, weil auch der Körper reagiert. Man kriegt Krämpfe in den Händen, es wird einem schwindelig am Anfang. Ja, man muss Vertrauen lernen und den Körper machen lassen, Kontrolle aufgeben. Der Zustand geht so, ich habe irgendwie weitergeatmet, aber ich weiß nicht, ob ich da war, ist die Aussage. Und dann weiß ich, meistens natürlich habe ich die nicht angeschlossen und messe ihre Gehirnwellen, aber ich weiß, dass sie dann in einem anderen Bewusstseinszustand waren. Durch Psychedelic Breath und andere Breathing Techniques, die auf der Ebene laufen, lernen wir tatsächlich, uns besser mit unseren Gefühlen zu verbinden, sie schneller zu verarbeiten, weil sie kommen. Allein wenn ich zu dir sagen würde, atme mal dreimal richtig tief in dein Herz ein, weißt du, so ein, dann würde ich 100% wissen, dass du, ich fühle gerade, da kommt was, ja. Also du wirst besser verbunden mit deinen Gefühlen. Man weiß auch, man nennt es, es gibt tatsächlich einen Fachbegriff, der heißt transient, also temporäre, hypo, weniger, frontality. Der präfrontale Cortex, hier hinter der Stirn, unser
zu Hause für die höheren kognitiven Funktionen, planen, strukturieren, verstehen, ja, denken, überdenken, reflektieren, wird energetisch so ein bisschen, die Aktivität geht da ein bisschen raus, in der Meditation als auch im Breathwork, weil es im Endeffekt dasselbe ist. Das heißt, was wir auch abstellen während der Atmen oder es weniger beachten, ist der innere Kritiker. Weil Judgment, Bewertung sitzt auch da vorne. Und wir kommen mehr rein ins Fühlen. Und manchmal ist es einfach nur ein Fühlen und Loslassen. Ist es denn so, dass das biologisch erklärbar ist? Also dass jetzt zum Beispiel hier eben, dass du sagst, diese Hirnregion ist dann weniger aktiv. Hat das damit zu tun, dass mehr oder weniger Sauerstoff ins Blut geht? Oder wie funktioniert das? Technisch gesehen. Aber ich sage gleich, warum das nicht ganz richtig ist. Es ist eine Hyperventilation. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ja? Overbreathing, Hyperventilation. Ich nutze dieses Wort nicht, weil es Menschen Angst macht. Sie denken an den Medical-Begriff dazu, den klinischen Prinzip. Man hat herausgefunden in Breathwork-Studien, dass es im Breathwork Dinge gibt, die man nicht medizinisch erklären kann. Zum Beispiel, wenn ich hyperventiliere, das heißt, wie du richtig gesagt hast, es kommt ein bisschen weniger Sauerstoff im Gehirn an. Ja, wenn ich das unbewusst mache, weil ich eine Panikattacke habe, ist es ein Riesenunterschied versus ich mache es bewusst. Ein, aus, ja, versus ich kann nicht mehr ausatmen, auch Overbreathing, ja. Das heißt, die Bewusstheit und die Unbewusstheit machen einen Unterschied und dann ist es im Breathwork so, dass manche Leute kriegen die Krämpfe in den Händen, ihnen wird schwindelig, vielleicht fangen sie an zu zittern und plötzlich hört es auf, obwohl sie weiter atmen. Das kannst du medizinisch nicht mit Hyperventilation erklären. Das kannst du nur energetisch erklären, dass sich was löst, dass ein Release kommt. Oder auch Menschen, die bei mir waren, die oft kommen, die haben das nicht mehr so stark, diese Symptome, wenn du sie so nennen möchtest, physisch. Es gibt einen Teil, den kann man nur energetisch erklären. Und die medizinische Wissenschaft, sag mal so, hat da nicht so die Tools dazu. Also die Bewusstseinsforschung eventuell. Aber aktuell ist das noch, soweit ich informiert bin, ein Fragezeichen physiologisch. Kannst du erklären, weswegen zum Beispiel, wenn bei diesem Atmen, bei Psychedelic Breath, du hast gesagt, es kann sein, dass man Krämpfe bekommt oder Kribbeln in den Händen hat, wieso, dass das passiert? Also was ist denn dann im Körper los, dass es passiert? Ja, man nennt es, ich sage es immer nur im Englischen, Respiratory Alkalosis, respiratorische Alkalose. Das heißt, wenn wir so schnell atmen, wie wir atmen, atmen wir sehr viel CO2 aus. Und CO2 ist ein saures Molekül. Das heißt, der pH-Wert unseres Blutes wird basischer. Das hört sich immer super an, weil wir alle basisch werden wollen, aber im Endeffekt kreiert das im Blut die Tatsache, dass Calcium-Ionen an Proteine gebunden werden. Und das erzeugt diese Krämpfe. Also es ist eine richtige biochemische Reaktion, die wir über den Atem auslösen. Und eine Folge sind ich nenne sie Dinosaurierhände, ne? wenn man so krämpft. Und wenn man das aber weiß vor der Breathwork-Klasse, dann glaube ich, kann man sich einfach darauf einlassen leichter, weil man nicht denkt, oh Gott, was passiert da? Ja, es ist nichts Gefährliches per se. Wie läuft das genau ab? Also, du hast es jetzt erklärt, man sitzt und atmet und da machst du etwas? Sagst du was? Wie klingt es? Keine Ahnung, sind da irgendwelche Gegenstände noch mit dabei oder Musik? Also, wie funktioniert das? Ein essentieller Bestandteil von Psychedelic Breath ist elektronische Musik. Ich habe es auch aus meiner Liebe zu dem entwickelt, was für mich auf der Tanzfläche möglich ist. Wenn ich eintauche in die elektronische Musik auf einer Party, auf einem Festival und mich frei fühle und Erkenntnisse habe und Ideen entwickle. So habe ich immer mein Tanzen genutzt. Und natürlich auch die Verbindung, die ich spüre mit anderen Menschen, aber vor allem energetisch die Verbindung, die da ist. Und man spricht ja nicht beim Tanzen. Und ich arbeite mit DJs zusammen aus der Deep House Szene, haben sehr große Events gemacht mit mehreren tausend Leuten, waren auch im Planetarium in San Francisco mit DJs, haben von Burning Man habe ich eine riesen Session, ich glaube 4000 Leute gegeben. Also da ist diese Kombination aus Künstler kreiert den Soundtrack. Der Soundtrack für Psychedelic Breath ist sehr speziell. Wir arbeiten mit 11 Zyklen. Zyklus ist immer ein, aus, eine ganze Weile, ein paar Minuten, dieses rhythmische schnelle Atmen und dann gehen wir in die Atemstille. Wir atmen aus und wir halten die Ausatmung, was für viele Menschen sehr, sehr, sehr friedlich ist. Und dann atmen wir ein, halten den Atem und dann gehen wir wieder ins Schnelle. Und so ist die Musik, die treibt. Ja, und in diesen ruhigen Atemphasen ist die Musik so ganz sphärisch und hält. Und
das ist so der größte Bestandteil. Am Schluss gibt es eine Entspannungsphase, wo sich viel integrieren lässt und setzen lässt. Und dann gibt es auch nochmal so ein Sharing online oder auch im Event, wenn es geht, im Mikrofon, um so ein bisschen Austausch zu finden und Fragen zu stellen. Und der Beginn, und ich bilde ja auch Lehrer aus und sage Psychedelic Breath, was mir ganz wichtig ist, ist, dass jede Klasse hat so einen Rahmen, ja, ein Thema, das wir hineintragen zur Inspiration von bis. Ich rede viel über Purpose und Calling, weil ich da auch coache. Ja, ich bringe Themen rein als Angebot und dann arbeiten die Schüler damit. Und davor gibt es noch ein Warm-up. Also vor dem schnellen Atmen gibt es eine langsame Atemsequenz, im Körper zu kommen, Lunge zu öffnen, Atem zu längen. So, es ist eine ganz runde Journey. Ich nenne es immer Reise, was ich glaube eine ist. Du hast das jetzt erwähnt mit diesen Festivals und mit diesem... Auch, dass man ja wie einen anderen Zustand erreicht. Würdest du sagen, dass Menschen, die vielleicht auch irgendwelche chemischen Zusätze nehmen, Drogen und so weiter, die kommt das dem ähnlich? Also ist das etwas Ähnliches, dass man dann halt wie einen anderen Zustand erreicht, ohne dass man eine synthetische Droge zum Beispiel nimmt oder Pilze oder so? Was ja das auch auslösen kann. Also ist das vergleichbar, der Zustand? Ich glaube, es gibt zwei Antworten dazu. Die eine ist die Erfahrungsebene, dass meine Schüler oder Menschen, die so atmen, berichten, oh, es war wie auf Pilzen, es war wie ein LSD-Trip, ein bisschen kontrollierter, weil man selber gemacht hat. Aber es sind halt genau dieselben körperlichen Gefühle für ein paar Menschen entstanden. Es ist aber auch diese Erkenntnis, die man ja auch durch psychedelische Drogen haben darf. Dinge werden einem gezeigt. Man sieht vielleicht Farben. Manche sehen Szenen aus ihrer Vergangenheit. Jetzt mal Pflanzenmedizin. An Pflanzenmedizin denkt Ayahuasca, oder? Da werden ja manchmal Dinge aus der Vergangenheit gezeigt, um aufzuarbeiten. Das ist ja Heilung. Ja. Und auf der anderen Ebene ist Stanislav Grof, der Begründer von Holotrophic Breath, holotrophischen Atem, ist Psychotherapeut und Wissenschaftler. Und er hat begonnen, mit LSD an Trauma zu forschen und hat therapiert mit LSD, mit Acid und hat da erkannt, wow, ich kann Sachen wie Sucht, wie Angststörung, Traumata lösen, weil LSD dich bis in vorgeburtliche Phasen zurückbringen kann, wo viel Trauma sein kann. Wir nehmen alles auf, als auch die Geburt an sich, als Stadium des Traumas. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir uns nicht erinnern. Durchgequetscht werden, keine Luft bekommen. Da waren wir alle mal, ja. So. Und dann wurde es verboten mit Acid und er hat erkannt, dass holotrophisches Atmen, also dieses schnelle, das heißt Connected Breath, ohne Pausen, wenn wir das lang genug machen, dieselben Bewusstseinszustände wie Acid kreieren kann und damit auch heilen kann. Geführt, ja, es ist so Wahnsinn, weil es erlebt gerade eine Renaissance. Und Stanislav Grof und seine Frau sind wirkliche Pioniere. Denkst du, dass Breathwork, dass sich das in der Zukunft noch verändern wird? Wird das noch mehr erforscht werden, auch was es für einen Einfluss hat auf die Gesundheit? Wie erlebst du das? Also kommt das immer mehr, weil du sagst, es ist 4 Jahre alt, nimmt es zu, dass man sich damit auseinandersetzt? Ja, also ich hoffe es auch sehr. Auf der psychologischen Ebene, wenn wir uns anschauen, was für neue Studiengänge gibt in der Psychologie, wie zum Beispiel positive Psychologie, die den Menschen ganzheitlicher betrachtet und ganz und sich auf das Positive konzentriert und nicht auf die Krankheit. Ja, da aus dieser Bewegung heraus, als ich Psychologie studiert habe, gab es das gar nicht. Aus dieser Bewegung heraus wird, glaube ich, Psychotherapie eventuell neu gedacht werden. Und da spielt Breathwork, im Sinne, wenn es den Anspruch hat, therapeutisch zu wirken, darf es, glaube ich, hoffe ich, sehr eine große Rolle spielen. Ähnlich wie Hypnotherapie, wo man mit Hypnose und dem Unterbewusstsein sehr schnell Dinge auflösen kann. Und Breathwork ist halt tatsächlich, brauchst eigentlich keinen Therapeut. Es ist ein Selbstheilungstool. Es braucht einen Facilitator. In der Richtung sehe ich das. Und dann natürlich auch gepowert bei Covid. Die Diskussion wird ja in vielen Enden extrem falsch geführt. Auch hier Fokus auf die Disease, auf die Krankheit versus was können wir selber machen, um zum Beispiel zu verstehen, wie man richtig atmet, dass die Lunge sich ordentlich aufhalten kann und auch ordentlich wieder zusammenzieht. Und das ist Bauchatmung, Zwerchfellatmung. Die meisten Menschen atmen hier. Es wäre so schön, wenn auch Eltern beigebracht wird, wie sie ihren Kindern beibringen dürfen, wie sie sich selbst beruhigen können, indem sie sich auf den Atem fokussieren und damit aber auch das Automatisieren, zum Beispiel, ich atme jetzt wieder in den Bauch, ich spüre das, ne? Und davor war das nicht so.
Und ich hatte extrem viel Spannung und Schmerz hier, weil wenn wir hier oben atmen, muss der Nacken mithelfen, um die Luft rauszudrücken, weil das Zwerchfell sich zu wenig bewegt. Es gibt, und ich glaube, so langsam und auch durch Covid hoffe ich zumindest, dass das Bewusstsein größer wird. Je mehr Forschung da drauf ist, natürlich umso besser, weil das ist in unserer westlichen Kultur, das ist der heilige Gral. Und dann brauchst du ein bisschen Geld, um diese Studien möglich zu machen. Aber viel ist einfach auch schon total erforscht und noch zu wenig präsent. Kannst du überhaupt noch einen Menschen anschauen oder jemanden begegnen, ohne auf seine Atmung zu achten? Ja. Tatsächlich ist eine meiner Gaben, die wir, glaube ich, alle haben, nur manche haben es stärker, manche weniger, ist, ich kann wirklich Menschen sehr gut sehen. Also ich sehe, wie sie sind. So coache ich auch. So ein energetisches Persönlichkeitsmodell, mit dem ich arbeite und endlich was gefunden habe, das das erklärt. Ich konzentriere mich eher darauf. Der Atem. Bei meinen Eltern zum Beispiel konzentriere ich mich sehr auf den Atem, weil ich Sorge habe und ich möchte, dass sie lange gesund bleiben, aber ansonsten schaue ich mir eher an, wer ist da vor mir so. Ja. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was Breathwork oder Psychedelic Breath, was es alles auslösen kann. Macht es glücklicher? Die Frage ist so ein bisschen, wie werden Menschen glücklich? Und meine Definition von Glück ist, in seiner Erfüllung zu leben, also erfüllt zu leben. Und ich habe so eine Purpose-Formel entwickelt und das ist im Endeffekt, erinnere dich daran, wer du bist, teile das mit der Welt und sei damit zu Diensten, be of service with it. Ja? Und ich glaube, bei Psychedelic Breath Menschen unterstützt, mehr von sich zu verstehen und das leben zu dürfen, kann man das vielleicht auf diesem Umweg mit Ja beantworten. Es gibt Menschen, die behaupten auch, wenn sie häufig Breathwork machen oder solche Kurse besuchen, dass sie das Gefühl haben, schöner zu werden. Zum Beispiel die Haut, dass es einen Einfluss auch hat, wirklich auf die sichtbare Gesundheit. Kann das sein? Also es gibt auf jeden Fall einen Afterglow. Den gibt es auch beim Yoga. Das ist immer, wenn wir bewusst und gezielt atmen, versorgen natürlich wir auch die Haut mit einer besseren Durchblutung. Und der Sauerstoff wird in die Zellen reingebracht. Das heißt, wir fangen wirklich an, mehr zu leuchten. Also das im Endeffekt kann man natürlich auch sagen, das ist wie so ein Atemworkout. Und wenn wir immer nur flach atmen, kommt einfach, wie gesagt, zu wenig an. Und dann wird man auch fahl in der Haut. Durch verschiedene Atemtechniken kann man ganz sicher seinen Strahlen boosten, so auch äußerlich. Danke vielmals, ja. Eva, für dieses Gespräch. Es hat mega Spaß gemacht. Ich danke dir. Mir auch. Vielen Dank, Linda.